Hey Skat-Freunde, nachdem die Skat-Regelreihe hier auf meinem Kanal jetzt rund ist, geht es direkt weiter mit einer neuen Serie Skat-Taktik. Und was liegt natürlich näher, als mit der Skat-Taktik für Anfänger zu starten? Von daher erstmal ein besonders herzliches Willkommen an alle Neulinge, an alle neuen Skat-Einsteiger. Super Sache. Mein Name ist Daniel und hier auf diesem Kanal findet ihr natürlich alles rund um Skat, nicht nur die Regeln, sondern auch Livestreams, Taktik, Analysen und viel mehr. Jetzt geht's los und ich habe mir überlegt, erstes Thema, wir starten mal mit den Skat-Weisheiten, mit den Skat-Sprüchen, mit denen vielleicht schon unsere Großeltern, unsere Eltern die ersten Schritte beim Skat gegangen sind. Und dennoch ist es nur mit so einem kurzen Spruch vielleicht nicht so einfach zu verstehen, was wirklich dahinter steckt. Daher Begriffserklärung, Einordnung und auch ein bisschen Analyse. Machen diese Sprüche eigentlich wirklich Sinn? Sind das gute Starthilfen oder wo stoßen die auch an ihre Grenzen? Heute starten wir mit einem Klassiker, der sich da nennt: Kurzer Weg, lange Farbe. Ja, herrlich, ne? Wenn man gerade angefangen hat, was ist denn ein kurzer Weg? Was ist denn eine lange Farbe? Ich sage schon mal so, Spoiler-Alarm, der Spruch ist auch bekannt unter in einer etwas anderen Abwandlung, dem Feinde kurz. Punkt, 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 da kommt noch was dahinter, aber das ist heute nicht Thema. Dem Feinde kurz macht es vielleicht schon ein bisschen deutlicher als kurzer Weg, lange Farbe, aber letztlich meint es das Gleiche. Und was es genau meint, dazu kommen wir sofort. Ich habe hier auch schon was vorbereitet. Vorher ganz kurz der Hinweis auf die Skatfreunde. Ihr seht das hier oben, habt ihr vielleicht schon gesehen und euch gefragt, was hat es damit auf sich? Link ist auch unten in der Beschreibung. Skatfreunde ist ein sehr ambitioniertes Projekt von mir und einem gar nicht mehr ganz so kleinen Team. Wir entwickeln eine niet- und nagelneue Skat-App, State of the Art. Das erhoffen wir, die wird 2025 in die App-Stores kommen. Singleplayer-Skat, das heißt insbesondere natürlich auch für Skat-Anfänger und Einsteiger hervorragend geeignet. Ja, kommt erst 2025. Was will er denn? Nun, ihr könnt jetzt schon, wenn es euch interessiert, den Fortschritt verfolgen. Ihr könnt euch auch schon mit anderen Skatspielern connecten, wie es Neudeutsch heißt. Also tretet einfach mal der Gruppe bei, völlig kostenlos. Es ist eine Discord-Gruppe. Was erwartet euch da? Zunächst mal von mir regelmäßige Updates zum Stand der Entwicklung, dann aber auch schon Einblicke in die App. Tolles Artwork von unserer Künstlerin Christina. Und wenn es da kein ganz frisches Artwork gibt, dann gibt es regelmäßig Comic-Strips, die ich ganz hervorragend gelungen finde. Ja, ihr könnt euch hier aber auch, wie ich es sagte, inzwischen mit über 1200 weiteren Skat-Begeisterten in Verbindung treten, etwa auch hier an einem Tisch euch zu einer Videokonferenz treffen, Skat spielen. Oder das diskutieren. Wir haben Regelquizzes. Also probiert es einfach aus. Wie gesagt, völlig kostenlos. Und es motiviert mich, es motiviert das Team. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. So, nun kommen wir aber hier mal zu der Geschichte. Ich sage, ab geht die wilde Fahrt. Kurzer Weg, lange Farbe, was soll es bedeuten? Erstmal ist wichtig zu wissen, es geht bei diesem Spruch um die Rolle der Gegenpartei. Also angenommen, ihr seid Gegenspieler und so gesehen gibt es auch einen Alleinspieler und da kommen wir jetzt zu dem kurzen Weg. Es ist mit diesem Weg tatsächlich die Strecke gemeint von euch zu dem Gegenspieler. Und wenn ich jetzt aber hier mal messe, dann stelle ich fest, zum roten Spieler habe ich hier 45 cm und zum gelben Spieler habe ich auch 45 cm. Das ist doch erstmal der gleiche Weg, ne? Aber weil wir natürlich im Uhrzeigersinn spielen, ist es tatsächlich doch so gemeint, dass der Weg zum Spieler hier kürzer ist, denn der Weg zum roten Spieler ist quasi nur eine Karte. Ich lege eine Karte, dann kommt von da eine Karte und der Weg zum gelben Spieler wäre erst diese Strecke und dann noch diese Strecke. Das wäre also der lange Weg. Mit anderen Worten, es ist nichts anderes gemeint, als ihr sitzt als Gegenspieler in Vorhand und
der Alleinspieler sitzt in Mittelhand. Und es geht bei diesem Spruch auch tatsächlich um die erste Karte, also um die Ausspielentscheidung. Das ist ja mal ein bisschen überfordernd. Ihr habt 10 Karten in der Hand und könnt so gesehen auch 10 Karten spielen. Welche macht jetzt eben am meisten Sinn? Gut, im konkreten Beispiel, kurzer Weg, haben wir geklärt, was ist jetzt eine lange Farbe? Mit Farbe sind ja erstmal die Familien hier gemeint, also Herz, Kreuz, Karo, Pik. Die werden im Skat-Jargon auch Farben genannt. Und eine lange Farbe ist jetzt tatsächlich eine Farbe, von der ihr möglichst viele Karten habt. Das heißt, in dem Fall ist Herz, wo ihr nur einen von habt, die kürzeste Farbe. Pik quasi so in der Mitte und Karo und Kreuz, das sind die beiden langen Farben. Das heißt, die Regel sagt jetzt, wenn der Spieler hier das Reizen gewinnt, sagen wir mal bei 18, kommt ran, nimmt den Skat auf, drückt und sagt jetzt ein Herzspiel an, dann würdet ihr Herz ja als Ausspiel sowieso typischerweise nicht in Betracht ziehen, das wäre Trumpf. Ihr spielt üblicherweise im Gegenspiel Fehlfarben und welche Karte ihr jetzt ausspielen könntet, da gibt euch dieser Spruch die Hilfe. Pik nämlich nicht, das ist die kurze Farbe. Und natürlich könnte ich jetzt hier auch ein Beispiel machen, wo ich noch ein Karo weniger habe und ein Kreuz mehr. Dann ist Kreuz noch länger, dann wäre es ganz deutlich, dass mit der langen Farbe Kreuz gemeint ist. In der Realität ist es aber eben häufig auch so, dass ja gar nicht die super langen Farben verteilt sind, sonst hättet ihr vielleicht auch selber Interesse, das Spiel durchzuführen. Also, dass zweimal zwei Farben quasi gleich lang ist, ist ein ganz realistisches Szenario, weswegen ich das hier jetzt auch mal als Beispiel aufgeführt habe, um gleich noch eine weitere Taktik mitzugeben, denn jetzt müsst ihr euch natürlich entscheiden, Kreuz oder Karo. Und da ist es häufig so, dass man einmal sagt, ihr versucht am Anfang die vollen, also Asse und Zehner, die teuren C-Karten, bei eurem Partner in Hinterhand zu suchen, um sie selber noch nicht unbedingt auf den Tisch zu legen. Und das bedeutet, ihr spielt eher Kreuz aus als Karo, weil da noch Ass und Zehn fehlen, die gegebenenfalls ja euer Partner auch haben kann. Und der andere Grund, warum Karo nicht so gut ist, da würdet ihr euch schon relativ prinzipiell auch festlegen, wenn ihr etwa das Ass spielt, kann gestochen werden, da ist gleich ein Voller von euch weg, oder ihr spielt dem Alleinspieler vielleicht die bestellte 10 hoch. Das wären Situationen, die nicht so glücklich sind. Klar könnt ihr auch einen einzelnen Karo da erwischen, dennoch, selbst dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wie das Spiel dann sinnvoll fortgeht. Also es spricht doch eher einiges dafür, hier bei der Entscheidung zwischen Karo und Kreuz auf Kreuz zu gehen. Und dann natürlich noch die nächste Frage, welche Karte Kreuz spiele ich jetzt aus? Gut, das hängt natürlich davon ab, was ihr für Karten in dieser Farbe habt. Wenn ihr etwa Ass 10 König hättet, wäre sicher das Ass der richtige. Wenn ihr Ass 10 König Dame 9 habt, 5-mal, dann wäre vielleicht der König besser, weil ihr den voll nicht anbieten wollt. Wenn ihr so wie hier Klassiker 3 Stück habt mit dem König etwa oder auch der 10 zu dritt, oder auch nur der Dame zu dritt, dann empfiehlt sich erstmal wirklich die kleinste Karte, denn ihr hofft auf eine gewisse Verteilung, ihr hofft, dass ihr den Alleinspieler an einer schwachen Stelle erwischt. Aber warum spielen wir denn jetzt überhaupt die lange Farbe? Was ist der Sinn dahinter? Nun, der Sinn ist, wenn ihr die Farbe lang habt, dann hat euer Partner die Farbe hoffentlich kurz und ist relativ schnell die Farbe komplett los. Das kann schon sogar im ersten Stich so sein, dass er etwas stechen kann. Wäre typischer, wenn ihr hier 4 oder 5 von einer Farbe habt. Es kann aber auch sein, dass das sich erst im Spielverlauf entwickelt, also dass die Früchte dieses Ausspiels erst später zu Trage kommen. Das ist viel häufiger der Fall, deswegen auch das entsprechende Beispiel. Aber das schärfste Schwert, was ihr gegen den Alleinspieler habt, ist, ihn in die Zange zu nehmen, also in Mittelhand. Also genau die Position, wie es jetzt auch beim Ausspiel schon der Fall ist. Und das solltet ihr versuchen, im Spielverlauf eben noch häufiger hinzubekommen, und wenn dann euer Partner in Hinterhand eine Farbe frei ist, die ihr noch nachspielen könnt, dann kann euer Partner je nach Situation reagieren auf das, was der Alleinspieler eben zuerst
legt. Er kann ihm gegebenenfalls ein volles abstechen. Wenn ihr den Stich macht, kann er schmieren. Er kann vielleicht überstechen, wenn der Alleinspieler sticht. Er kann abwerfen, wenn der Alleinspieler sticht. Also er kann einfach reagieren und damit baut ihr im Prinzip den maximalen Druck auf den Alleinspieler aus, eine Farbe zu spielen, die der Partner von euch in Hinterhand nicht mehr hat. Das ist der Grund für diese Taktik und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in einem Beispiel etwa aussehen könnte, in einem ganz typischen Beispiel. Ihr öffnet jetzt mit der Kreuz 8. Der Alleinspieler nimmt das Ass, euer Partner legt die 9. Soweit ist jetzt ja erstmal noch nichts passiert, noch nicht erkennbar, warum das jetzt auch wirklich gut ist. Aber ihr seht es vielleicht schon im zweiten Stich, wenn der Alleinspieler Trumpf zieht, was er typischerweise machen wird, dass er hier den Kreuzbuben zieht, ist schon so ein bisschen das Zeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Er hat nämlich Angst um seine Kreuz 10. Und das hat er zu Recht, deswegen versucht er möglichst schnell die Trümpfe zu eliminieren und spielt nicht etwa mal Trumpf von unten. In dem Fall nützt ihm das aber nicht viel, denn den Pikbauern hat er ja nicht. Und nachdem er jetzt eine Trumpflusche fortsetzt, vom Partner kommt Trumpf 10, kommt ihr eben mit dem Pikbuben wieder ran. Das ist für diese Taktik eine besonders gute Ergänzung, wenn ihr dann auch einen Kreuzbuben habt, einen Pikbuben besetzt, mal mindestens einen Herzbuben zweimal besetzt, dass ihr auch wisst, ihr kommt über Trumpf im Spielverlauf wieder ran. Und jetzt könnt ihr eben diese Farbe erneut fortsetzen. Und ihr spielt den König in der Hoffnung, dass euer Partner eben jetzt kein Kreuz mehr hat. Natürlich gibt es Situationen, wo jetzt auch der Partner noch die Kreuz 10 hat. Der Alleinspieler könnte stechen, der Partner legt die Kreuz 10. Der Alleinspieler kann einfach die Lusche bedienen, der Partner legt die Kreuz 10. Dann habt ihr einfach nur einen schönen Stich und habt das Spiel nach hinten getragen. Auch okay. Aber letztlich, wenn du 7 Karten auf 3 Hände verteilst, so eine 3:3:1 Verteilung ist schon durchaus häufig. Und am Ende des Tages, das ist eben eine Verteilung, gegen die ihr dann auch mal gute Spiele zum Wanken bringen könnt. Deswegen zielt ihr einfach darauf. Nicht, es ist beim Skat natürlich am Anfang nie ganz klar, ob so ein Plan aufgeht. In dem Fall geht er auf, Kreuz König. Kreuz 10 und euer Partner sticht mit Karo Buben. So gesehen, hier konnte er jetzt reagieren. Wenn es euer Stich gewesen wäre, hätte er gewimmelt. So nimmt er erstmal die 14 Augen mit dem Karo Buben, mit dem er sonst übrigens auch gar keinen Stich mehr gemacht hätte. Jetzt spielt er vielleicht weiter. Karo König von euch, Karo Ass. Der Alleinspieler bedient mit der Karo Lusche. Ihr setzt mit der Kreuz Dame fort, denn das war das Schöne an diesem Stich. Nicht nur wurde die 10 gestochen, sondern jetzt habt ihr auch noch mit der Dame den Stich gegen die Kreuz 7. Und jetzt sind wir erneut in der Situation, dass ihr quasi zum zweiten Mal die Früchte des Ausspiels erntet. Euer Partner kann hier schmieren, in dem Fall gibt euch das Pik Ass. Jetzt wäre wahrscheinlich der Moment, wo der Alleinspieler sagt, hier, Rest ist bei mir und umdreht. Er hat nur noch Trümpfe. Euer Partner und ihr schmeißen die Karten zusammen. Es wird gezählt und es stellt sich raus, hat nicht ganz gereicht, ne? 12 im ersten Trumpfstich, dann einmal den schönen Abstich auf 28 Augen, 15 Augen in Karo auf 43 und jetzt nochmal 14 Augen auf 57. Aber ihr seht es vielleicht, wenn jetzt euer Partner noch statt des Karo-Königs die Karo 10 scharf gespielt hätte, dann hättet ihr ein wirklich sehr schönes Spiel, ein typisches Spiel, 6 Trümpfe mit dem Trumpf vollen, mit 2 Buben, mit Kreuzbuben, Kreuz Ass, 10 Lusche und einer Karo Lusche an der Seite geschlagen, 2 Piken waren gedrückt und so gesehen ist es ganz objektiv mit der Kreuz Lusche einfach das stärkste Ausspiel gewesen.